So, hallo und herzlich willkommen im Keller und herzlichen Glückwunsch zum Anklicken dieses überlangen Videos. Ich mag mal schnell erklären, worum es geht. Und zwar um Stoff. Ich brauche nämlich dringend Stoff, weil ich ja jetzt, hatte ich woanders schon erzählt, angefangen habe, eigene kleine Nähprojektelchen umzusetzen. Ich habe auch teilweise ja wirklich jede Menge alten Stoff noch rumliegen von Ausrüstungsgegenständen, die man wirklich nicht mehr braucht. Und das kann man dann wunderbar zum Beispiel zu so einer schönen kleinen Beutelchen weiterverarbeiten. Das macht A Spaß und B kann man eventuell noch kleine Beutelchen brauchen. Nicht, dass die nicht auch saumäßig günstig irgendwie aus China beziehbar wären, aber selbst machen ist lustiger. Und außerdem, wenn man genug Erfahrung hat im Machen von Beutelchen und Atemschutzmasken und was heißt Atemschutzmaske, jetzt das Falsche, egal. Jedenfalls, dann kann man auch irgendwann mal ein besseres Projekt bzw. größeres Projekt angehen und sich was Komplexeres machen. Und ein Traum, den ich jetzt spontan mal eben aufkommen lasse, wäre natürlich irgendwann der selbstgemachte Rucksack. Das wäre mal cool. Oder eigene selbstgemachte Regenhose aus einem schönen super, 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 super leichten Material. Da gibt es zwar Gutes auf dem Markt, aber man hat da schon teilweise persönliche Vorlieben und Ideen, die da gar nicht so sehr kaufbar sind, teilweise. Ne? So, ich möchte in diesem Video 20 gängige Outdoor-Textilien durchkauen. Vor- und Nachteile, was kosten die, was wiegen die, was können die, wie haltbar sind die und etwas, was mir in letzter Zeit auch immer zu kurz, davor immer zu kurz gekommen ist, ist die Frage nach der Umweltverträglichkeit, also so ein bisschen die Ökobilanz von dem jeweiligen Zeug zumindest mal angesprochen haben. So, 20 Stück, das heißt, das dauert ein bisschen. Ja? Und zwar, damit wir wissen, worum es geht, lese ich kurz die Liste vor. Das meiste kann ich euch auch zeigen, das habe ich da, das meiste, nicht ganz alles. Ja. Deswegen schade, aber ist noch nicht der Fall. Noch, ich arbeite noch dran. Gut, also die Liste. 20 Sachen. Baumwolle, dann imprägnierte Baumwolle. Wolle, Schurwolle in Anführungszeichen, oder Loden, generell ist alles aus derselben Wolle. Dann Merino-Wolle, Merino-Kunstfaser-Mix-Gewebe, dann das G1000 von Fjällräven als Beispiel für ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, also Baumwoll-Kunstfaser generell. Dann gibt es die reine Plastikklamotte, also zum Beispiel Polyester-Klamotte. Dann Vlies, hier meine Weste, Vlies ist aus Vlies, Softshell-Stoff. Nylonjacken bzw. generell Kunstfaserjacken, wo die Faser einzeln regendicht verschichtet worden ist oder man ein beschichtetes eine Schicht regendichten Klebstoff quasi draufgeschmiert hat, damit das eben eine regendichte Textilie zum Anziehen entsprechend gibt. Zum Beispiel, wer das noch kennt, Sympatex. Vielleicht kennt das noch jemand. Das war sowas. Dann das Zweilagenlaminat, also sehr, sehr leichte Gore-Tex-Jacke zum Beispiel oder Gore-Tex-Regenhose. Zweieinhalb Lagenlaminat, das ist so die Universalregenjacke, für die meisten wird so ein Ding ausreichen. Ist bedingt rucksacktauglich, also bis zu einem sehr schwer, bis zu einem, ja, sage ich jetzt mal, so 15 Kilo mehr sollte man da nicht mit nicht reinladen, wenn man mit so einer Jacke unterwegs ist. Dann die 3D-Lagenlaminate. Das ist sowas wie meine berühmte blaue Regenjacke. Was heißt berühmt? Man hat sie schon mal ein paar Mal gesehen, wenn man hier mit mir zuguckt. Da kannst du im Grunde beliebigen Rucksack zu anziehen. Da kannst du drauf rumscheuern. Da kannst du auch mal an der Felswand entlang schrauben. Da geht so schnell nicht kaputt. Dann mein inzwischen sehr beliebtes Lyocell. Das ist eine Faser aus Holz, also quasi ein Kunststoff, der aber aus biologischen Rohstoff, nämlich Holz, entsprechend gewonnen werden kann. Ganz was Tolles. Dann die Baumarktplane. Wer kennt sie nicht? Auch das ist durchaus ein Stoff, der, finde ich, eine Rolle spielen sollte. Cordura kennt man von Rucksäcken. Ist ein sehr, sehr robuster Kunststoffgewebe. Polyester für Zelte. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Polyester, das kann man PU oder Silikon beschichten, damit es wasserdicht ist und das halt eben als Zeltstoff nehmen. Oder Silnylon oder silikonisiertes Nylon, was man ebenfalls als Zeltstoff nehmen kann, was auch derzeit das sicherlich am häufigsten verwendete Zeltgewebe ist. Dann Tyvek, das ist Nummer 19.
Tyvek kann ich ein bisschen was zu sagen, aber das ist mehr so ein Diskussionspunkt. Vielleicht kann mir der ein oder andere da weiterhelfen. Da wüsste ich gerne mehr drüber, als ich weiß. Und zu guter Letzt das berühmte Dyneema, ehemals Cuban Fiber. Inzwischen kann man, glaube ich, generell Dyneema sagen, es sollte sich rumgesprochen haben. Das ist ein Kunststoff, der ursprünglich aus dem Segelsport stammt, für Segel verwendet wird, ist derzeit sowohl der teuerste als auch der für mich persönlich faszinierendste Kunststoff, den man im Outdoor-Bereich einsetzen kann, weil er bei unglaublich geringem Gewicht eine erstaunlich hohe Stabilität mit sich bringt und das gibt dem Ding schon ein gewisses Potenzial. Ich sage jetzt nicht, das ist super für alles, das nicht, aber Potenzial ist wirklich definitiv vorhanden und ist aber auch arschteuer. Punkt. Ja, wirklich so richtig arschteuer. Ja, Gold und Silber, sondern diese Größenordnung. Ne? Das sind 20 Stoffe, die ich besprechen möchte. Teilweise hatten wir das schon mal ein bisschen angesprochen. Teilweise habe ich dazu allerdings jetzt noch deutlich was dazugelernt. Und wenn ihr Bock habt, dann bitte gerne. Und zwar legen wir los noch mit ein paar Begriffserklärungen, bevor wir jetzt zu den ersten Stoffen kommen. Und im Bereich der Outdoor-Textilien kommt immer mal wieder die drei wesentliche Begriffe auf, nämlich erstens Denier oder auch D oder so und so viel D-Nylon, was man gerne mal liest. Dann das gute Ripstop, das liest man auch sehr, sehr häufig. Und die Atmungsaktivität. So, die drei Begriffe müssen wir vorher noch klären, weil die sind immer wieder zwischendrin wichtig. Fangen wir an mit dem Denier. Denier, also so und so viel D-Nylon beispielsweise, ist ein eigentlich veralteter Begriff, um die Feinheit, der Fachbegriff ist Feinheit eines Garns anzugeben. Und zwar, je kleiner der Wert, desto feiner der Faden. Also ein hauchdünner Faden auf Haarniveau, auf zartem Frauenhaarniveau beispielsweise. Ja? Das wäre dann so im Bereich 3, 4, weiß ich nicht, D. Ja? Ungefähr. Stammt ursprünglich, also wurde traditionell gerne verwendet für Damenstrumpfhosen, die heutzutage nicht mehr so viel getragen werden, aber eben diese schicken Nylonstrumpfhosen, ob man die jetzt schön findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber wurde dieses D gerne verwendet und heutzutage, keine Ahnung, ob das noch bei Damenstrumpfhosen gibt, aber im Outdoor-Bereich hat es jedenfalls Fuß gefasst und wer Werbung für sein Produkt XY machen möchte, der schreibt da gerne mal dazu, sobald er irgendeinen höheren Wert als 10 hat, dass er hier ein 15D, 20, 30, 40, 50 bis 500 oder 1000D geht's hoch. 1000D ist so das Krasseste, hat. So. Und das ist aber kein Zaubermaß, dieses D, sondern lediglich wirklich der Wert, der angibt, wie schwer das Garn bei bedefinierter Länge nun mal ist. Ja? Und je schwerer das ist, desto stabiler ist es auch. Ganz einfach. Und je schwerer es ist, desto schwerer ist es auch. Macht es also Sinn, ein 1000D-Tarp durch die Landschaft zu schleifen? Nein, weil damit kannst du deinen Rucksack komplett ausfüllen und außerdem wiegt das dann 7 Tonnen ungefähr. Nicht ganz, aber 1000D ist... Das ist kugelsichere Weste-Niveau. Das ist so in diese Richtung geht das. Also rein von der Garnstärke. Egal wie dick man beispielsweise ein Cordura webt, ist, wobei, ich weiß nicht, ein Cordura könnte schon sein, dass es irgendwann mal zumindest stichdicht ist. Aber da kenne ich mich jetzt auch. Ich habe mich jetzt nicht intensiv mit Kevlar und ähnlichen Stoffen beschäftigt. Auch wenn die zugegebenermaßen recht faszinierend sind, kann man aber sowieso als Otto-Normalverbraucher nicht verarbeiten. Deswegen kann man entweder eine fertige Kevlar-Weste kaufen, wer auch immer, das braucht ich nicht. Alle anderen Stoffe, die ich hier aufgezählt habe, übrigens, das wäre auch nochmal zu erwähnen, gibt es auch als Meterware bei verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Herstellern, bei verschiedenen Händlern. Und ich mache das ja vor allen Dingen deswegen, weil ich erstens für mich selber wissen wollte, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt selber an meiner Ausrüstung rumschneidern möchte. Und zweitens kann man ja auch mal ein Video drüber machen. Ne? Schon wieder in Anführungszeichen. Ich hatte das ja schon mal angedeutet. Aber ich habe wirklich viel dazugelernt. So, also das war die Sache mit dem D. Wie gesagt, keine Zauberei. Je höher, desto schwerer. Will man irgendwas haben, was leicht ist, dann kann man nicht 500D irgendwas auch immer nehmen, sondern dann nimmt man maximal 20.
Zum Beispiel die antarktisfesten Zelte der Firma Hilleberg, mit denen man jeden beliebigen Sturm in der Antarktis übersteht. Wenn überhaupt mit irgendeinem tragbaren Zelt, dann mit denen von denen. Und die haben 40 bis maximal an den verstärkten Stellen noch 60 D. Da kann man sich jetzt mal ungefähr was drunter vorstellen. Ein Rucksack, der 5 Kriege überlebt, bei dem der Soldat zerlöchert wird, aber der Rucksack nicht. Und der nächste Soldat kann den blutbefleckten Rucksack entsprechend aufheben, den weiterverwenden und ihn dann trotzdem noch 3-mal vererben bis zum nächsten Krieg, wo dann wieder 5 Kameraden an dem Rucksack dran zerlöchert werden. Und so diese Kategorie von Rucksack, da wären wir dann bei 500 D. Ja? Das wiegt dann aber auch eine Tonne, muss man wissen. Gut, das ist also die Sache mit dem D. Dann haben wir noch den schönen Begriff Ripstop. Ripstop, das kommt dauernd, kriegt man auch dauernd zu hören, das ist eine Webart. Das ist nicht irgendein bestimmtes Material, sondern eine bestimmte Art der Verarbeitung. Und zwar wird da ins Gewebe, das aus meinetwegen 20D-Nylon besteht, 20D-Nylon wäre jetzt, Nylon ist an sich nicht besonders stabil. Ja? Und ein 20D-Nylon reicht eigentlich für ein Zelt nicht aus. Außer man verwebt es Ripstop. Das bedeutet, man zieht also in das an sich zu schwache Gewebe noch ein Karo-Muster aus dickeren Fäden, die dann deutlich stabiler sind. Und die verhindern, dass erstens die Fläche, an der das Gewebe reißen kann, nur noch ein winzig kleines Karo ist. Und zweitens, wenn dieses winzig kleine Karo aus dem weniger festen Gewebe einreißt, dann verhindern diese Fäden drumherum, die massiven, die starken, dass das weiterreißt. Ja? Und damit hat man dann im Regelfall, obwohl man ein leichtes Hauptgarn verwendet, ein erheblich viel festeres Erzeugnis. Also so ziemlich alles, was man an Kunststoffgewebe für Zelte, Tarps, Rucksäcke und Ähnlichem kaufen kann, ist Ripstop gewebt. Das ist inzwischen absoluter Standard. Ist aber keine Selbstverständlichkeit. Wenn man was anderes nimmt, dann könnte es halt, wenn man 1000D Cordura nimmt, dann muss das nicht mehr Ripstop genäht sein. Das ist dann nur noch aus diesen Ripstop-Pferden quasi. Ja, so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Sehen wir nachher auch noch. So Ripstop-Material. Das ist, wie gesagt, ziemlich Usus inzwischen. Und dann hätten wir noch den sagenumwobenen Begriff der Atmungsaktivität. Das ist was, da gibt es Leute, die glauben gar nicht, dass das existiert. Und es gibt andere Leute, die finden das super wichtig. Und vielleicht ist es wirklich so ein bisschen religiös veranlagt, wie wichtig einem das jetzt nun ist oder ob man dran glaubt, dass das existiert oder nicht und so weiter. Es hängt im Wesentlichen ganz, 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 ganz stark davon ab, was man tut und wer man ist. Grundsätzlich ist die Atmungsaktivität von dem Gewebe die Fähigkeit dieses Gewebes theoretisch Feuchtigkeit von einer Seite zur anderen Seite zu transportieren, ohne dabei nennenswert nass zu werden. Das ist noch wichtig, weil jedes Gewebe, wenn es durchgeweicht ist, gibt es Feuchtigkeit nach außen ab. Das trifft auf alles zu. Somit wäre, also außer jetzt eine Plastik, komplette Plastikjacke, einfach nur ein Stück Plastik, Friesenherz, Rettungsdecke einwickeln, Butterbrot, ne, diese Folie, mit der man Nahrungsmittel einwickeln kann, sich da rein einschweißen oder sonst wie. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht atmungsaktiv. Das gibt ja gar keine Feuchtigkeit nach außen ab. Aber so gesehen wäre jedes Textil, das irgendwie in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen, in der Lage, diese auch weiterzuleiten. Trotzdem sagt man beispielsweise bei Baumwolle nicht wirklich, dass die atmungsaktiv ist, weil die saugt die Feuchtigkeit auf, bis man klatschnass ist. Das ist also nicht Atmungsaktivität, auch wenn, sobald man klatschnass ist, schon die Feuchtigkeit nach außen abgegeben wird. Ein sehr atmungsaktives Textil sollte also die Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zwischen den Fasern, ohne dass es von den Fasern aufgenommen wird, nach außen abgeben, bis an die Außenluft quasi. Also eine Erweiterung unserer Poren in der Haut, Schweißdrüsen in der Haut sein und direkt den Schweiß nach außen abgeben. In der Theorie. Was braucht man dafür? Naja, irgendeine Faser, die relativ wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Das geht los bei Wollfasern.
Das hört auf bei Kunstfasern, die überhaupt keine Feuchtigkeit aufnehmen. Aber etwas, das einen hohen Teil seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen kann, kann nicht atmungsaktiv sein, weil, wie gesagt, das gibt erst dann Feuchtigkeit nach außen ab, wenn es selber klatschnass ist. Und im Moment ist es für uns zu spät, weil dann haben wir ein nasses T-Shirt zum Beispiel entsprechend an. Damit dieses Prinzip funktionieren kann, der Atmungsaktivitäten, gibt es eine wesentliche Voraussetzung. Erstens, das Ding hat zwei wesentliche Voraussetzungen, Entschuldigung. Erstens, das Ding hat seine Grenzen. Wenn man also schwitzt wie Sau, dann ist vorbei mit atmungsaktiv. Zweitens, wenn es innerhalb der Klamotten nicht viel wärmer ist als außerhalb der Klamotten, dann funktioniert das auch nicht. Also Beispiel im tropischen Regenwald, da ist es bolle heiß, aber es ist innen nicht viel bolle heißer als draußen und damit funktioniert das nicht. Außerdem muss ein Luftfeuchtigkeitsgefälle da sein, heißt im Inneren unserer Klamotten muss höhere Luftfeuchtigkeit herrschen, also eine schweißige Dampfatmosphäre. Außen muss die Luft relativ trocken sein. Und erst wenn das alles zusammenkommt, dann funktioniert theoretisch die Atmungsaktivität von atmungsaktiver Kleidung. Es gibt Menschen, die schwitzen so sehr, da klappt das nie. Hat sich dann erledigt. Na? Es gibt Menschen, die schwitzen so wenig, die kennen das und mögen das und schwören eben entsprechend auf atmungsaktive Klamotten. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich tendenziell schon recht viel schwitze, meine aber auch schon Atmungsaktivität in funktionierender Form erlebt zu haben. Zum Beispiel, wenn ich eben entsprechend einen Fleece-Pullover, drunter ein Kunstfaser-T-Shirt und eine Gore-Tex-Jacke anhabe, dann bilde ich mir schon ein, dass da ein Großteil vom Dampf, der da eben abgegeben wird, nach außen weitergeleitet wird. Weil wenn ich zum Vergleich ein Baumwoll-T-Shirt und eine Gore-Tex-Jacke anhabe, dann bin ich hinterher, nachdem ich dann eine Weile mit rumgerannt bin, völlig wurscht, ob es jetzt regnet oder nicht, bin ich T-Shirt-technisch durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr. Und da ist überhaupt nichts weitergeleitet worden, weil die Baumwolle ja sämtliche Feuchtigkeit aufsaugt. Und die Differenz zwischen Fleece-Pulli und Baumwoll-T-Shirt bedeutet ja, dass da irgendwie schon eine Funktion der Funktionsjacke da sein muss, dass die zumindest bei Fleece-Pulli drunter tragen in der Lage ist, schon Feuchtigkeit nach außen abzugeben, weil wo soll die sonst hin sein? Gleiche Anstrengung, gleiche Strecke, ähnliche Bedingungen. Für mich persönlich kann ich also sagen, ich kann mit atmungsaktiven Klamotten was anfangen, aber es gibt, wie gesagt, Leute zuhauf, die brauchen das nicht und das hilft denen nicht und die glauben da nicht dran oder es funktioniert bei ihnen, wie gesagt, wirklich nicht. Das muss man halt mal selber testen. Ja? So, deswegen, wer weiß, Atmungsaktivität geht bei mir, finde ich gut, der kann an den entsprechenden Stellen aufhorchen. Und wer sagt, nee, das klappt eh nicht, der kann es ignorieren. Ganz einfach. Ja? Ist eine individuelle Geschichte. So, und damit können wir von der grauen Theorie zu nicht mehr ganz so grauen Theorie, Praxisteil, ich zeige euch mal die Klamotten, das war der Praxisteil. Demzufolge ist schon alles etwas theoretisch, aber jetzt gehen wir mal woanders hin und gehen den ersten Stoff durch. So, ich habe hier jetzt mal eine lustige Tabelle gemacht. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass für Vor- und Nachteile kein Platz mehr auf der Tafel war, beziehungsweise auf dem Papier. Deswegen, die mache ich jetzt nur noch mündlich. Aber der Rest steht schon mal da. Machen wir noch ein bisschen Platz schaffen und fangen an mit Baumwolle. Kurz die wesentlichen Rahmendaten und dann nochmal ein paar Details. Baumwolle wiegt so ab 100 Gramm pro Quadratmeter. Also ich habe hier in der Kategorie Gewicht immer Gramm pro Quadratmeter, wo ich es rausfinden konnte. Das war nicht bei jedem Stoff möglich, aber bei fast allen habe ich es geschafft, da grob eine Größenordnung zu finden, in der wir uns bewegen. Es ist generell bei der Größenordnung Gewicht wichtig. Es gibt Ultramaterialien, die ultra teuer sind, von Hersteller XY, Markenname ganz, ganz toll, Porsche, Outdoor Porsche quasi, die dann vielleicht noch mal ein bisschen besser sind als das, was ich jetzt stehen habe. Ja, das gibt's. Aber das will man wahrscheinlich im Regelfall nicht bezahlen. Es sei denn, man möchte in die Antarktis und ähnliche Späße. Ja, dann muss man das natürlich bezahlen, beziehungsweise da hat man Sponsoren. Gut, Robustheit habe ich hier ein Plüsschen ausgedrückt. Bis auf eine Sache, die hat glaube ich 6 Plüsschen, geht es von 1 bis 5 Plüsschen.
Es ist wenig Material dabei, was auch nur ansatzweise ein Plüsslein hat, weil das sind Automaterialien, alles davon. Wenn die fragil sind, dann taugen die einfach nichts. Und deswegen, ich kann zur Robustheit so ein bisschen nur meine subjektive Erfahrung wiedergeben und teilweise natürlich auch auf dieses D zurückgreifen, diesen Denierwert. Sofern der eben generell bekannt ist, dann habe ich das natürlich hier schon auch mit aufgenommen. Ansonsten sind es persönliche Erfahrungswerte und das, was man so gehört hat und was man halt selbst ausprobiert hat. Generell habe ich auch viele Reviews zu den jeweiligen Produkten gelesen. Daher kommt jetzt so mein Eindruck, wie das ist. Ich habe selbst kein Prüflabor. Ja? Also da müsst ihr mir jetzt, könnt ihr entweder sagen, okay, glaube ich dir, oder nee, glaube ich dir nicht. Das ist eure Entscheidung. Aber nach bestem Wissen und Gewissen habe ich das so gut es kann eben entsprechend angegeben. Dann habe ich hier Faktor Wasser. Da habe ich bedingt wasserdicht und nee, nicht wasserdicht. Ganz klar nicht wasserdicht. Toll schlecht ist derzeit halt eben die Speiche, wo man dann alles mündlich machen muss. Und ganz da drüben, da habe ich jetzt noch, das gucken wir uns dann auch noch mal im Detail an, beziehungsweise ich glaube, wenn ihr das Dingens hier auf groß schaltet, dann könnt ihr es, denke ich, auch lesen. Aber wie gesagt, die einzelnen Sachen im Detail kommt dann. Die grünen Zahlen, das ist die Umweltverträglichkeit. Das ist so ein Wert, der meistens nicht eine Zahl ist, sondern eher so ein Kontinuum zwischen 3 und 4 zum Beispiel. Das sind übrigens Schulnoten, die entsprechenden Zahlen. 1 super, 5 mangelhaft, auf 6 habe ich verzichtet. Und P, ganz rechts, die roten Zahlen, das ist, was kostet das ungefähr. Und da muss man auch wieder gucken im Verhältnis zu anderen Sachen. Wenn ich jetzt also sage, das kostet 1 und der Kubikmeter von dem Stoff kostet 100 Euro, dann ist das deswegen noch günstig, weil alle Alternativen, die man stattdessen verwenden könnte, viel teurer sind. Deswegen so ungefähr im Verhältnis. Ja? Oder wenn ich bei Baumarktplan sage 1, dann sind das tatsächlich 5 bis 10 Euro für, weiß nicht, 6 Quadratmeter mindestens. Und ne, also so in dem Verhältnis ungefähr. Es gibt bei manchen Sachen eine Bandbreite von 2 bis 5. Das heißt dann also, du kannst das Ding in einer vernünftigen Qualität zu einem vernünftigen Preis haben oder in unglaublich krass für unglaublich viel Geld. So ungefähr kann man das interpretieren. Gut. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, widmen wir uns Stoff Nummer 1. Das ist die Baumwolle, die kennt man, ne? Mein Ärmel. Das ist ein Baumwollärmel, dieses Teil hier. Da muss ich nicht wirklich jemandem zeigen, wie Baumwolle aussieht, deswegen können wir die recht schnell durchkauen. Die gibt es ab 100 Gramm bis sauschwer. Baumwolle der Kategorie sauschwer, das wäre dann irgendeine Zeltbahn beispielsweise. Pfadfinderzelte, große Gruppenzelte von Ferienlagern und solche Späße. Das wäre so der Fall von so richtig starker Segeltuchbaumwolle. Man kann mit Baumwolle natürlich wirklich auch Segel bauen, theoretisch. Dann hat die schon ein enormes Gewicht und das geht in Richtung wirklich sauschwer. Da kannst du einen Quadratmeter haben, der ein Kilo wiegt, theoretisch. Ja. Dann Robustheit, ja von geht so bis sehr robust, das hängt auch wieder davon ab. Also ich habe hier 4 Kreuzchen gemacht, hängt halt auch von der Stärke des Materials ab. Insgesamt ist Baumwollfaser für die Faser, unabhängig von der Stärke im Vergleich mit anderen Fasern, sicherlich hier eine der labileren. Kann aber eben potenziell als Gewebe sehr, sehr haltbar sein. Das ist also so ambivalent, schwer zu sagen. Bei anderen Sachen ist das einfacher. Wasserdicht bedingt. Bedingt kommt dadurch zustande, dass Baumwolle aufquillt, wenn sie nass wird. Das führt dazu, dass sie im aufgequollenen Zustand das Wasser zwar kaum noch aufnimmt und es dann auch auf der Oberfläche, die ohnehin schon super nass ist, entlang gleitet. Soll heißen, hat man ein Baumwollzelt in diesem Winkel ungefähr und da regnet es drauf. Dann quillt einem erstmal die Baumwolle auf und ist dann klatschnass, aber ab dem Moment läuft das Wasser dran entlang.
Da kann es dann aber trotzdem noch passieren, dass hin und wieder ein Tröpfchen mal hier und da vielleicht trotzdem durchtropft. Und deshalb ist es wichtig, wenn man Baumwollklamotten als Regenschutz verwenden möchte, dann muss es eine sehr schwere Baumwolle sein, eine sehr dicke, einfach damit ordentlich Stoff da ist. Und zweitens, die darf nicht auf dem Körper anliegen. Also es geht wirklich nur um Zelte, nicht um T-Shirts. Die sind nie wasserdicht, wenn sie aus Baumwolle sind. Das hätte man schon mal gemerkt, wenn das gehen würde, ne? Und der Winkel, in dem man dieses Zelt aufspannt, muss auch so sein, dass es halt eher abläuft, als durchzutropfen. Hätte man zum Beispiel so ein Dach, das tropft durch. Da bildet sich in der Mitte eine Pfütze und dann tropft, 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 tropft. Und irgendwann platter, platter, platter. Habe ich alles schon erlebt mit tollen Baumwollzelten. Also mit stinknormaler Baumwolle ohne Imprägnierung, ja, geht, kann man eventuell wasserdicht bzw. als Wetterschutz nehmen. Wenn man sie hinterher noch tragen soll, diese Baumwolle, ist das aber jenseits von gut und böse und scheiße. Das zum Thema Wasser. Toll an Baumwolle ist im Outdoor-Einsatz funkendicht, ja. Kriegt nur sehr, sehr, sehr schwer Löcher, wenn man da irgendwie am Lagerfeuer mit Funken hantiert oder sonst was mit fast brennendem und glühenden hantiert. Kühlt, wenn sie nass ist, ganz hervorragend. Das kann im Sommer interessant sein, wenn es so richtig bolle heiß ist, finde ich, ist ein Baumwoll-T-Shirt nicht zu verachten. Klar, man ist dann komplett durchgeschwitzt, aber dann kühlt es auch schön. Ist theoretisch als super Ökofaser zu haben, dazu kommen wir aber noch, aber keine der hier genannten Fasern ist theoretisch, ja fast keine der hier genannten Fasern, als eine so super Ökofaser zu haben wie die Baumwolle. Ja, das ist also auch nochmal definitiv ein Pluspunkt. Kommen wir zu den Nachteilen. Wenn sie nass ist, trocknet sie unglaublich langsam. Das kann draußen sehr nervig sein. Zweitens, wenn sie nass ist, kühlt sie. Wenn man gar nicht gekühlt werden möchte, weil einem kalt ist, dann will man das nicht. Und das kann dann also auch wirklich eine verheerend beschissene Eigenschaft sein. Ich habe vergessen zu sagen, bei den positiven Sachen, die Robustheit der Baumwolle führt natürlich dazu, dass sie auch als potenziell sehr, 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 sehr dichtes und robustes Material für schützende Kleidung wie eine Hose oder ein sehr dichtes Hemd, das dann wirklich für Dornen und mechanischer Beeinflussung schützen soll, da kann man sie auch gut für nehmen. Da ist sie nicht besser zwingend als, keine Ahnung, beispielsweise Cordura, aber auch gut. Da gibt es schon also Einsatzbereiche, wo man das machen kann. Auch nochmal wichtig bei den positiven Sachen, dadurch, dass die Baumwolle, wenn sie feuerfest ist, kann sie, wenn sie nass geworden ist, über dem Feuer getrocknet werden. Das kann man mit fast keinem anderen Material, was ich in der Liste habe, machen. Mit der Baumwolle geht's. Aber das ist so eine Win-Lose-Situation. Einerseits wird sie halt super schnell, super nass und trocknet ewig langsam. Andererseits kann man sie übers Feuer hängen. Ja? Das ist aber nur dann ein Vorteil, wenn sie eh schon, aber wenn es gar nicht nass geworden wäre, bräuchte man diesen Vorteil halt nicht. Deswegen, oder wenn es sowieso schon schnell trocknet. Deswegen ist das so eine schwierige, ambivalente Geschichte. Nochmal Nachteil, eben vor allen Dingen das Gewicht und die miesen Eigenschaften, wenn nass. Und das langsame Trockenverhalten, das war es eigentlich. Ja. Sie stinkt nicht besonders schnell, aber auch nicht besonders langsam. Ja, Umweltverträglichkeit zwischen 1 und 5. Wie kann das sein? Naja, 1 ist Bio-Baumwolle, die man aus ökologischer Landwirtschaft, da wo Baumwolle wachsen sollte, ohne irgendwelche Chemikalien, ohne künstliche Bewässerung und so weiter und so fort, handgepflückt von denjenigen, die da hoffentlich dann auch noch fair bezahlt werden. Auf sowas Baumwollklamotte, das ist absolut tipptopp ökotechnisch. Ja, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das andere Extrem, Kick beispielsweise. Ja? Irgendein T-Shirt von Kick oder einen sonstigen oder Primark oder wie die alle heißen. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Aber da ein T-Shirt zu kaufen bedeutet, man bekommt Baumwolle von irgendwo, wo sie gar nicht wächst. Eigentlich, wo sie nur deswegen wächst, weil man enorm viel Wasser verbraucht in einer Region, in der es kaum Wasser gibt, um damit sie wächst und zweitens Pflanzenschutzmittel noch und nöcher drüber kübelt und damit macht es das zu einer extrem umweltbelastenden Sache, also definitiv mangelhaft.
Und jetzt hängt es davon ab, da gibt es schon noch Abstufungen dazwischen. Also man kann eine fast super toll Bio-Baumwolle auf Zweierniveau haben. Man kann eine, ja, man hat ja wenigstens versucht, ein bisschen vernünftig das Zeug anzubauen. Dreierniveau, also ist auch in Ordnung, Dreierniveau Baumwolle haben oder eine fast ganz scheiße Vierer, sowas, da ist alles möglich, ja. Und preislich liegen wir so theoretisch im Bereich von sehr günstig bis okay, also 1 bis 3. Weil die Biobaumwolle, die kann dann schon ins Geld gehen. Aber andererseits, wenn man Biobaumwolle kauft, dann weiß man auch wieso. Und dann finde ich den Preis eigentlich ehrlich gesagt schon noch okay. Für das, was geliefert, geleistet wird und geboten wird. Also überteuert habe ich die jetzt noch nicht gesehen. So, ich variiere jetzt immer mal wieder die Kameraeinstellung, weil wir müssen ja nicht dauernd auf die Liste gucken, die ist halt nur mal zum Zwischendrin mal zeigen, wo wir uns jetzt befinden, damit ihr wisst, wie lange noch zuhören musst, also lang. Wir machen weiter mit der imprägnierten Baumwolle, dazu hole ich die erstmal. So, der Klassiker imprägnierter Baumwolle ist das hier, das ist die BW Zeltbahn, Bundeswehr Zeltbahn, auch Dackelgarage genannt, liebevoll. Wer das Ding noch nicht kennt, man sollte mal drunter übernachtet haben. Es ist drüber und drunter übernachtet haben, bei schlechtem Wetter vor allen Dingen, das ist ein Erlebnis. Nicht unbedingt immer ein positives, aber irgendwie auch cool. Vor allen Dingen hinterher zum Erzählen. Diese Baumwolle ist erstens sauschwer. Eine Zeltbahn wiegt, glaube ich, 1,7 Kilo, irgendwie sowas, und ist dafür wirklich wenig Stoff, dass sie so schwer ist. Also wenig in Fläche, nicht wenig in Dicke. Hat massivste Druckknöpfe, Schnallen, Ösen und sonst was dran. Und ist eben auch behandelt, um besonders wasserabweisend zu sein. So, also, was wiegt imprägnierte Baumwolle? Ja, ab 100 moderne imprägnierte Baumwolle, nicht das hier, das ist wirklich sauschwer. Aber moderne imprägnierte, da kann man zum Beispiel Wachs drauf machen, dann ist man auch wieder sehr umweltfreundlich. Oder irgendwelche Chemikalien, dann ist man weniger umweltfreundlich, geht aber theoretisch auch. Hier waren es mit Sicherheit Chemikalien, weil Umweltfreundlichkeit hat keinen gestört, als diese Dinger gebaut wurden. Die könnte noch aus den 70ern stammen oder von sonst wo. Oder sonst wann, von mir aus auch aus den 60ern, man weiß es nicht genau. Ab 150 Gramm ungefähr pro Quadratmeter Stoff gibt es imprägnierte Baumwolle. Übrigens, wenn ich jetzt immer sage pro Quadratmeter, könnt ihr euch so vorstellen, für eine Hose 1,5, das hängt halt sehr davon ab, welche Größe diese Hose haben soll. Jacke, ja, so 2 grob, ne? Also so zum Zusammenschneidern. Ob die dann wirklich 2 Quadratmeter hat, ist nochmal eine andere Frage, aber so ganz, 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 ganz grob. Und bei Tarps, also die minimalistischsten, die ich kenne, die haben sowas um die 4 Quadratmeter. 6 persönlich finde ich sehr schön, 5 kann man auch mitarbeiten und alles, was drüber ist, ist dann eine Mehrpersonentarp. Ja, und bei Zelten, da liegt das auch so im Bereich, es hängt auch von der Größe des Zelts natürlich ab, aber auch so im Bereich 6 Quadratmeter. Ungefähr. So. Das hier also, ab 150 Gramm, ist durch die Beschichtung noch mal robuster als normale Baumwolle. Insbesondere, wenn man da wirklich so massiv Wachs drauf schmiert oder sonst was, dann ist das Zeug nahezu unzerstörbar. Da würde ich wirklich 5 von 5 Kreuzchen geben für die Robustheit beschichteter Baumwollgeschichten. Gerade weil beschichtete Baumwolle eigentlich auch nie in dünnen Materialstärken vorkommt, habe ich noch nie gesehen, ist das schon was Krasses. Wasserdicht, ja, bis die Beschichtung ab ist oder die Beschichtung nachlässt oder es wirklich in Strömen regnet. An dieser Stelle noch mal kurz ein theoretischer Begriff, nämlich die Wassersäule. Das wird auch gerne mal bei wasserdichten Klamotten oder Textilien angegeben, was die für eine Wassersäule haben. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, aber es wäre ein möglicher Messwert, ja. Das funktioniert so, dass man hier drauf gedacht sich eine Säule aus Wasser draufstellt. Und je nachdem, wie hoch diese Säule werden kann, ja, je mehr Wasser da drauf steht auf einem Punkt als Säule, da muss man natürlich noch ein entsprechendes Gefäß drumherum machen, ist klar, ne, dass das Wasser von sich nicht da als Säule rumsteht. Aber je höher diese Säule wird, desto schwerer wird das Wasser, desto höher der Druck des Wassers auf das Gewebe und irgendwann drückt es durch. Ja? Und je widerstandsfähiger das Gewebe gegen das Wasser halt entsprechend ist, desto höher wird die Säule an Wasser, die man da draufstellen kann. Und deswegen ist eine Wassersäule in Millimeter angegeben. Im Regelfall gilt ab 1000 Millimeter Wassersäule als wasserdicht.
Da geht dann eigentlich unter normalsten Bedingungen nichts durch. Moderne Outdoor-Textilien, gerade wenn man die Textilie an sich sich anguckt, ja, ohne Nähte, wichtig, es geht um den Stoff ohne die Nähte, das ist nämlich auch ganz oft der Knackpunkt, dass halt eben was, was vom Stoff her theoretisch wasserdicht ist, aufgrund von schlechten Nähten eben dann doch nicht wasserdicht ist, was durch die Nähte durchgeht, aber theoretisch ab 1000 mm sind Textilien als wasserdicht anzusehen und wenn man irgendwo Angaben findet um die 20.000 mm, da wäre ich extrem vorsichtig, weil kein Hersteller von Hochleistungszeltgewebe beispielsweise, das wirklich ein Vermögen kostet, gibt mit 20.000 mm und solchen Kram an der Wassersäule. Und ich kann mir das, also entweder sind die super, super bescheiden und Bescheidenheit kann ich mir nicht vorstellen in dem Business, oder die haben einfach ein realistischeres Messverfahren, als es beispielsweise irgendwelche China-Textilien haben. Also ich wäre da extrem vorsichtig. Grob kann man sagen, bei gut gemessenen Textilien von namhaften Herstellern, die sowas um die 2000 mm Wasserdichtigkeit haben, ab da ist eigentlich safe. Wenn man denen dann vertraut, dass der Messwert stimmt. Und man kann gerade bei der Wassersäule unglaublich viel an den Messwerten herumfuschen, weil es gibt wohl Normverfahren, wie man diese Wassersäule genau ermittelt. Aber da lässt sich eben extrem viel rumfuschen, ne? Und oft steht eben bei der Angabe nicht dabei, nach welcher Norm und nach welchem Verfahren die Wassersäule überhaupt ermittelt wurde. Und da muss man nochmal unterscheiden, was testet man denn? Testet man Gewebe, das schon 2 Jahre im Einsatz war, oder testet man das Gewebe in dem Moment, wo es quasi fertig da liegt, einmal kurz getestet wird und danach ausgeliefert wird, ja, also ohne jede Beanspruchung. Und selbst wenn das Ding, wenn es aus der Fabrik kommt, 20.000 mm tatsächlich hat und nach einer Stunde in der Sonne gelegen nur noch 10.000 und nach 4 Stunden in der Sonne gelegen nur noch 1.000 und dann irgendwann deutlich weniger, dann ist das halt auch nichts wert. Und deswegen, das sind die Unterschiede bei den Testverfahren. Und das macht diese Wassersäule zu einem sehr mit Vorsicht genießenden Wert, wenn man das irgendwo im Internet, insbesondere da, halt liest bei den entsprechenden Textilien. Beispiel, ich glaube, mein Zelt, das definitiv wasserdicht ist, hat nur 1500 mm Wassersäule, aber es sind halt auch wirklich 1500 und die sind schon lange 1500 und werden vermutlich noch eine Weile 1500 sein. Demzufolge... Ja, gut, das war also die Sache mit der Wassersäule. Und da ist die Wassersäule von beschichteter Baumwolle eben eher gering. Ob sie überhaupt bei 1000 liegt, kann man sich streiten. Ne? Gerade bei so einem alten Teil garantiert nicht mehr. Und da würde ich eher von wasserabweisend sprechen und behandeln wie normale Baumwolle und entsprechend einen Winkel beim Abspannen wählen, wo das Wasser ohnehin größtenteils sowieso runterläuft. Aber da ist die zusätzliche Imprägnierung, hilft zumindest zur Stabilität. Je nachdem, was das für eine Chemikalie gewesen ist, verrottet die Baumwolle dann auch nicht mehr. Das macht sie zwar nicht umweltfreundlicher, aber interessanter, wenn man sie mal ein paar Tage im Wald vergisst. Ja. So. Was muss jetzt als nächstes? Robustheit, also toll. Wasserdichtigkeit haben wir gesagt. Vorteile. Ist kultig. Das war es im Wesentlichen. Sonst Dinge, die Baumwolle kann, kann die imprägnierte Baumwolle auch. Muss ich nicht nochmal sagen. Nachteile, noch schwerer und weniger umweltfreundlich. Deutlich weniger umweltfreundlich, insbesondere so eine Uralt-Zeltbahn. Die sind ja nur gebraucht, man kriegt die ja nur noch gebraucht. Das heißt, die sind ohnehin schon super, super alt. Und wenn man die jetzt selber nochmal für 40 Jahre im Keller einlagert und hin und wieder auch durchaus benutzt, ich mag die gerne, benutze die gern, aber da will ich kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Aber sowas kaufen, es sollte noch eine chemisch behandelte Baumwolle kaufen, damit die wasserdicht ist, damit die extra hergestellt werden muss, damit man sie kauft, nein. Das ist sicherlich, da kann man sich Besseres einfallen lassen. Was kostet sowas? Spezialsachen, moderne Art und Weise sind durchaus so im mittleren Preisbereich anzusiedeln. So ein Ding gibt es nachgeschmissen für ein Apfel und ein Ei. Je nachdem, wie gerade der Bestand ist. Wenn mal wieder mehr davon auftauchen in der freien Wirtschaft, dann gehen die Preise sehr schnell runter. Ich habe 10 Euro damals pro eine gezahlt. Inzwischen liegen sie, glaube ich, etwas höher. So, nächster Stoff. Wolle vom Standardschaf.
Also beispielsweise Heidschnucke, Moorschnucke, Chibi-Head, Blackface, ne? Schottische Schafrassen. Ja, also die geben alle die normale, in unterschiedlichen Qualitäten zwar durchaus, aber noch die normale Schurwolle. Ja, die nicht normale Schurwolle ist dann die Merino-Wolle. Also zumindest im Outdoor-Bereich müssen wir im Grunde zwischen Schurwolle und Merino-Wolle unterscheiden. Das hier sind Schurwollsocken, waren mal ein Geschenk. Ich mag sie immer noch sehr gerne, insbesondere wenn ich kalte Füße habe. Sind meine wärmsten Socken. 100% Wolle, tippitoppi, aber nicht für alles. Und das ist so der springende Punkt. Bei Wolle sind wir gewichtstechnisch bei 200 bis 400 Gramm für den Quadratmeter. So ungefähr, das hängt natürlich auch von den Qualitäten ganz vom Bioprodukt her ab, weil das ist Schafhaar. Das ist ein Naturprodukt, das variiert. Schafe haben nicht norm so und so dicke Haare. Ja, und dementsprechend. Aber man kann selbstverständlich bei der Herstellung eben auch gucken, wie dick das Gewebe sein soll, was man jetzt aus den Schafhaaren entsprechend herstellt. Ich denke, das hier ist eine eher leichte Wolle, auch eine eher feine Wolle. Vielleicht geht auch noch unter 200 Gramm pro Quadratmeter. Aber ich habe im Outdoor-Bereich selten was gesehen, insbesondere nicht bei den kaufbaren Stoffen, die für Outdoor tatsächlich gedacht sind, dass deutlich unter 200 liegt. Und man muss ja auch gucken, je leichter das Gewebe, desto dünner der Faden und irgendwann ist die Wollklamotte auch einfach nicht mehr stabil. Und dann ist er für den Outdoor-Bereich halt auch nicht mehr zu gebrauchen, wenn die mechanische Belastbarkeit nicht gegeben ist. Deswegen, ich würde ehrlich gesagt sagen, wenn man schon mit Wolle rumrennt, mit Schurwolle, ja, dann eine massive Qualität. Und dann vielleicht auch nicht eine normal gewebte Socke, also als Socke natürlich, ja, aber vielleicht, wenn man einen Wollpulli haben möchte oder einen Wollanorak oder eine Lodenjacke, die berühmte, oder einen Lodenmantel. Ich habe mir jetzt nicht extra runtergeholt, ihr habt den gesehen in meinen halbwegs Wintervideos. Winter gab es ja nicht, aber halbwegs Winter immerhin, hatte ich ihn teilweise sehr gerne an. So ein Zeug ist immer die höheren Gewichtsklassen. Ja? Und gerade bei Loden sind wir definitiv zwischen 200 und 400. Also niedriger geht es da nicht und irgendwelche verfilzte Wollgeschichte, das ist auch alles so in diesem Bereich. Also eher schwer, definitiv eher schwer, aber vergleichsweise sehr, sehr warm. Robustheit, ich habe 4 gewählt, 4 von 5 möglichen Kreuzchen, weil die Langlebigkeit ist enorm. Wenn man das halbwegs gut pflegt, immer schön lüftet, gegebenenfalls alle paar Jahrzehnte mal noch ein bisschen frisches Schaföl, Schaffett in Anführungszeichen drauf gibt, es vielleicht auch mal in die spezialisierte Reinigung bringt, dann hat man an der Wolljacke, beispielsweise eben so einem Lodenmantel, da hat man sehr, sehr, sehr lange potenziell Freude dran. Und das macht die Haltbarkeit natürlich auch aus. Die mechanische Stabilität ist auch gegeben, ist aber jetzt vielleicht nicht ganz so überragend. Und zwischen eben Langzeithaltbarkeit im Sinne von, kann man jahrzehntelang tragen und einer okayen mechanischen Belastbarkeit würde ich mich eben bei 4 so in der Mitte ungefähr einordnen wollen. Muss man unterscheiden, auch immer eben, ist es Lodenstoff, ist es Vlies, ist also sowas, wie heißt das? Filz, nicht Vlies. Ist es Filz, ist es ganz normal gewebtes Garn und so weiter und so weiter und so weiter. Vorteile. Wolle ist fürs Gewicht sehr, sehr warm. Ist ein Naturprodukt, nimmt einen gewissen Anteil des Eigengewichts an Feuchtigkeit auf, was bis die Wolle durchgeweicht ist, zu einem sehr angenehmen Körperklima führt, hat gewisse Wasserdichtigkeitseigenschaften, das heißt einen kurzen Regenschauer oder sowas übersteht eine Wollklamotte ganz gut, einfach dadurch, dass sie ein gewisses Teil seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnimmt. Das heißt, die Klamotte speichert so lange Wasser, bis man irgendwann unten drunter nass wird. Also ein gewisses bisschen Wasserdichtigkeit ist gegeben. Spezielle Wollprodukte, gerade eben moderne Lodenstoffe, haben schon deutlich gute Wasserdichtigkeitseigenschaften. Da kann man also mal einen ergiebigen Regen für 2 bis 3 Stunden schon mit durchhalten. Ja. Wer sagt, das geht noch länger, der weiß nicht, was ein ergiebiger Regen ist.
Wasserdichtigkeit, also so ein bisschen. Vorteile hatten wir schon ein paar genannt. Außerdem stinkt Molle relativ spät. Sie hat gegebenenfalls einen gewissen Eigengeruch. Das heißt, sie stinkt immer nach Schaf, aber sie stinkt erst spät nach Mensch. Sie ist recht feuerresistent. Das ist dann wieder für die Freunde des Lagerfeuers interessant. Nachteile im Wesentlichen schwer. Wenn nass, fast nicht mehr trocken zu kriegen. So richtig nass, wenn so richtig nass, unglaublich schwer, scheiß Packmaß kommt noch dazu, also irgendwie einen größeren Wolljacke in den Rucksack bekommen, kannst du für Trekkingtouren im Grunde vergessen, für denjenigen, der gar keine Trekkingtouren macht und einfach nur so in den Wald geht, für Parkplatz, Kilometer reinlaufen, Lager aufschlagen, das gibt's ja, ne? Und das ist ja auch nicht schlecht, das kann man ja schon machen, wenn man das dann gerne macht. Für sowas ist natürlich das kein Problem. Ja? Und gerade für solche Leute sind auch Baumwollklamotten ja vollkommen ausreichend. Das hängt halt immer sehr davon ab, was man jeweils machen möchte bei den jeweiligen Outdoor-Textilien. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinem ultraleitenden Fu-Hiker irgendwas von Baumwollsachen erzählst, der springt dir mit beiden Backen ins Gesicht. Das würde er niemals anziehen. Aber für denjenigen, der am Lagerfeuer hocken möchte, ist das durchaus eine Option. Genauso wie eben wie die Wolle. Öko ist scheiße. Erstaunlicherweise ziemlich scheiße, weil so ein Schaf Methan pupst. Ja? Und Schafhaltung ist an sich, wenn man eben sämtliche Faktoren der Schafhaltung berücksichtigt, ziemlich beschissen. Und ja, es hält ewig. Und natürlich kann man das Ding quasi nachhaltig machen, indem man sich mit 20 Jahren einen Lodenmantel kauft und ihn mit 70 Jahren noch trägt. Dann ist das irgendwann ein unendlich nachhaltiges Produkt nach 50 Jahren. Aber beim Kauf, ja, da unterstützt du erstmal eine wirklich nicht wirklich umweltfreundliche Industrie. Das ist zwar ein Naturprodukt, aber es ist so irre, was an Ressourcenaufwand für die Herstellung von Wollkleidung notwendig ist, dass das wirklich keine Freude macht beim Neukauf. Wer das Ding also neu kauft und sich sicher ist, ich trage das 30 Jahre, okay. Wer ohnehin alle 3 Wochen neue Klamotten kauft und diese Woche sind es Wollklamotten, dann nicht okay, gar nicht okay. Wenn man Wollklamotten kauft, weil es gerade im Trend ist, auch überhaupt nicht okay. Also Augen auf beim Wolleinkauf, das sollte gut überlegt sein, wenn man dann auf Umweltschutz und solche Sachen Wert legt. Ja, aber durch die lange Nutzungsdauer lohnt sich das dann schon. Ja? Man muss es dann aber auch wirklich lange nutzen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, beziehungsweise als positiver Nebeneffekt, sollte man dann mal sein Wollprodukt eines Tages, nach vielen Jahrzehnten hoffentlich, entsorgen wollen. Man muss übrigens auch auf Motten aufpassen. Wolle ist das eine, was im Schrank gerne von den Motten gefressen wird. Ich persönlich habe schon 2 bis 3 dünne, angenehme, die ich gerne mochte, Wollpullis durch Motten tatsächlich verloren. Inzwischen habe ich einen großen Zedernholz, nicht Zeder. Zirbenholz, Klotz im Schrank und der soll Motten fernhalten und bisher funktioniert. Das Zeug ist so derartig aromatisch, dieses Holz, das duftet derartig intensiv, das könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass es hilft. Weiß nicht, ob es langfristig hilft, wir werden sehen. Jedenfalls, Motten sind noch so ein Thema und wenn man wirklich keinen Bock mehr auf sein Wollprodukt hat, kann man es in den Wald schmeißen, es verrottet. Ja, ist also biologisch restlos abbaubar. Ist ja Schafhaar. Wäre schlecht, wenn Schafhaar nicht verrotten würde. Schottland wäre voll mit allen möglichen Schafhaaren von irgendwann mal gestorbenen Schafen. Preislich, einen Lodenmantel kann man ja auch gebraucht kaufen. Das ist übrigens auch von der Ökobilanz her wieder eine gute Idee. Nur Beispiel jetzt Lodenmantel. Dann ist das oft ein gutes Angebot. Die sind dann zwar immer noch teuer, aber wenn man bedenkt, wie lange man die anziehen kann, ist das in Ordnung. Ich würde so im mittleren Bereich irgendwo einordnen. Aber so richtig günstige Wollprodukte habe ich noch nicht gesehen. Die norwegischen Wollpullover, die da so gerne getragen werden, die farbenfrohen mit den schönen Mustern drauf, ich hätte mal gerne so einen, habe ich mir bisher nicht leisten wollen, weil die kosten dann schon wieder ein halbes Vermögen. Also es kann bis in den 5er-Bereich wirklich sehr, sehr teuer hochgehen. Das ist dann auch sehr teuer für die Leistung, weil letztendlich ist es nur ein Wollpulli, nur in Anführungszeichen. Und dann kostet er ein Vermögen,
schwer zu ertragen. Ja, vielleicht handgewebt oder sonst was. Aber da muss man halt wissen, ob man das bezahlen möchte. Jedenfalls ist es dann im Verhältnis doch sehr teuer.